Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included zur Antarktika Challenge. Wo wir heute das Erkunden so ein bisschen auf jeden Fall abschließen wollen. Also wir haben da noch einen Geysir, Vulkan, Schlot, was auch immer, den wir aufdecken können. Da wird nichts sein, aber um auf Nummer sicher zu gehen, grabe ich einfach noch mal so ein bisschen in die Richtung. Das wird reichen, um zu sehen, was da noch ist. Dann habe ich hier, wo ist es da? Habe ich einen übersehen? Da müssten wir. Uns mal nähern, um zu schauen, was wir da haben. Und ansonsten haben wir dann alle aufgedeckt, ne? Da müssen wir nochmal gucken, welche wir wofür genau nutzen können oder auch nicht nutzen können. Das läuft aber. So, dann würde ich gerne die beiden hier auf jeden Fall analysieren lassen, dass ich weiß, wann arbeiten die nicht. Da ich befürchte, dass das Ganze wieder mit zumindest kleinen Verletzungen einhergehen könnte, bauen wir uns dafür mal eben was, um das dann schnell zu heilen. Krankenhaus, medizinische Ausrüstung, Toilette, Kantinentisch, ja. Okay, Kantinentisch bauen wir da rein und eine Toilette. Gang höher schalten. So, was macht unsere Temperaturgeschichte? Oh ja, das. Funktioniert bis hierhin erstaunlich gut. Dann liegt hier. Warum liegt hier so viel Zeugs rum? Nee, ich will nicht alles darunter werfen. Könnte man sicherlich machen, aber das ist nicht zielführend. So, den schalten wir mal aus. Ja, das könnten wir gleich auch noch mal aufräumen lassen. Bin gerade am überlegen, ob wir, was haben wir denn hier? Wir haben hier Kupfererz, Sanderde, Sandstein. Andererseits, wenn ich hier noch einen Teil Bauaufträge mache, wird das vielleicht auch davon erst genommen, ne? Könnten wir noch mal ein bisschen mit rumprobieren, aber ich glaube tatsächlich würde ich es erstmal rausräumen. Kohle, die 70 Kilogramm können da liegen bleiben, aber Kupfererz, Erde, Sand, Sandstein. Bringen wir hier gleich her. So. Sandstein. Erde. Sand und Kupfererz, ne? Also, Kupfererz haben wir, Sand haben wir, Erde, Sandstein, ja. Ja, tatsächlich die ersten Mehlhölzer jetzt, die wachsen. Sehr schön. Wo ich gerade drüber nachdenke, glaube ich nicht, dass es da eine Mod für gibt, aber es wäre eigentlich total cool, wenn es eine Mod geben würde, die solche Sachen tracken würde. Die sagen würde, okay, man hat jetzt 25 domestizierte Pflanzen erreicht oder man hat 5 Kilogramm. Das müsste ja eigentlich. Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie eine Mod für irgendwas gemacht, aber theoretisch sind das ja Informationen, die hier im Spiel vorliegen. Ne? Man kann gucken, wie viel Eisen man hat. Man kann sehen, wie viel
flüssiges Rohöl vorhanden ist. Okay, ja, das scheint nicht so. Achso, da zählt ja natürlich nur der Bereich, der mit der Handpumpe zu erreichen ist, ne? Ja. Ja, vielleicht ist mein Gedanke nicht so ganz ausgereift, aber ihr wisst, wo ich hin will. So, also die haben wir jetzt schon mal alle, wenn wir die hier noch dazu nehmen. Wie viel sind denn das eigentlich? Das sind 17, 18, 19, da müssten wir eigentlich das Radiatorrohr noch bis da verlängern. Und dann da ein isoliertes Rohr dazu bauen. Schon ein Stück weit erstaunt darüber, wie gut das hier funktioniert. So, das heißt, oh, 2854 Kalorien. Ich wollte gerade sagen, unser Essensproblem dürfte sich damit auch erledigt haben, aber so richtig nicht. Na komm, wir müssen hier nicht in Schönheit sterben, aber bisschen was ausgegraben. Plus hier. Übrigens, danke für eure ganzen Hinweise. Ich bin da immer nicht auf alles so ganz viel eingegangen. Aber eine Sache möchte ich zum Beispiel doch sagen. Als Beispiel der hier, dass der Sauerstoffdiffusor, dass die viel Wärme erzeugen. Das sieht man ja an den Stellen hier zum Beispiel, dass da ja schon von vornherein ein bisschen wärmer wurde. Und dass der hier ziemlich umsonst ist. Das, den habe ich da nicht hingebaut, um da Wärme zu erzeugen, sondern einfach nur um die Bereiche, wo wir hier auch immer viel unterwegs sind, besser mit Sauerstoff zu versorgen. Weil das hat hier im Vorfeld ja nicht so gut funktioniert, als wir außerhalb der Kolonie noch keine Sauerstoffdiffuse haben. Und ich würde sogar fast überlegen, den hier jetzt noch weiter nach unten zu verlegen. Hier haben wir eigentlich überall nur verschmutzten Sauerstoff durch den ausgasenden Schleim, ne? Auf der anderen Seite, was müssen wir hier unten so wahnsinnig viel machen? Also von daher können wir es auch so lassen, wie es ist. Hier werden wir recht viel, denke ich, noch. Ja, viele auch nicht, aber ein bisschen was machen müssen. Da können wir auch eigentlich schon beginnen damit, dass wir hier ein Radiatorrohr hochlegen, um hier die Ölverarbeitung zu bauen. Eine Leuchtkäfernymphe. Ja, aber die könnte unsere Duplikanten vom Schlafen abhalten. Wobei ich gar nicht weiß, ob die bei den Temperaturen überhaupt zurechtkommt. Boah, Otto, 12 Kreativität. Grußmann Landwirtschaft. Ja, das ist ein bodenloser Magen. Das ist jetzt nicht so ganz perfekt, aber ich glaube, dass ich nehme mal die gute dazu. Weil Kunstgrundlagen, ich würde gerne in Richtung Kunst was machen und Landwirtschaft auch. Das würde ja passen wie Faust aufs Auge. Also, dass wir noch ein bisschen Dekor machen. Aber natürlich auch uns ums Essen kümmern. So, der erste Fertigkeitspunkt geht dann. Woher brauchen wir verbesserte Landwirtschaft momentan? Eigentlich könnten wir auch das erst machen, um unseren Duplikanten einfach ein bisschen mehr Dekor noch zu bieten. Ja. So, in den Fertigkeiten können wir auch nochmal rumwursteln. Katharina, verbesserte Tragfähigkeit. Ellie, noch mehr Bedienung. Kerstin, hatte ich schon ja Punkte gespart für irgendwas, wo ich dann feststelle, ups, das könnten wir auch noch brauchen. Pi. Pi. Was machen wir mit dir dann noch? Auch Tragfähigkeit.
Und Steve auch. So. Wo kommt das Wasser jetzt her? War hier irgendwo Eis, das geschmolzen ist? Könnte sein, ne? Eisen und Kupfer, das hier liegt. Hat sich schon abgekühlt. Habt ihr mir auch einen interessanten Kommentar geschrieben? Da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht. Das könnte man ja auch wunderbar nutzen. Um damit Sachen aufzutauen. Muss gerade mal eben schauen, wer von den dreien die höchste Wärmeleitfähigkeit hat. Das ist Kupfer, okay. Dann bauen wir doch mal aus Kupfer ein paar Ziegel. Machen das so, dass wir dem Ganzen nicht im Weg sind. Groß machen wir das. Zum Testen muss das nicht so groß sein. Wir können es ja dann noch vergrößern, wenn wir das wenn wir das wollen. So, und da bringen wir dann das heiße Material hin und gleichzeitig auch irgendwas, was wir verflüssigen wollen, also zum Beispiel Wasser oder sowas. Dann wäre es aber eigentlich besser, dass wir hier Handpumpe mit reinbauen, dass wir die Flüssigkeiten da auch später wieder rausbekommen. Ja, wisst ihr was, da machen wir es mal mindestens ein Feld doch breiter. Dann kann nämlich der Lagerbehälter nach da. Ja. Entschuldigung, jetzt musste ich aufstoßen. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Forschung. Welche Dinge brauchen wir oder könnten wir zeitnah gebrauchen? Von denen eigentlich nichts. Wir müssen das Essen jetzt woanders lagern, wo wir die Kolonie so gut aufheizen. Das hier ist auf jeden Fall gut. Leiterkabel, ja. Das können wir mal mit dazu nehmen. Glasschmiede. Ja. Ich nehme mal alle Sachen, die ich für halbwegs wichtig erachten könnte dazu. Schutzanzüge. Wir kommen überraschend gut ohne aus. Das hatte ich eigentlich, bevor ich angefangen bin, relativ hoch auf meiner Prioritätenliste. Aber nachdem ich gesehen habe, dass eigentlich Unterkühlung hier gar kein Problem ist, ist das dann erstmal weiter nach unten gewandert. So, da haben wir jetzt ein Krankenhaus. Wenn hier... Ach so, Mensch, ich bin aber auch blöd. Das können wir ja so gar nicht erkunden. 15.000 Kalorien und wir haben noch nicht alles ausgegraben. Okay, das ist schon mal gut. Dann müssen wir die Bauaufträge auf 7 stellen, weil die sind mir wichtiger als das hier. Das ist ja nur was, wo wir ein bisschen rumspielen möchten. Hier wird es kontinuierlich jetzt ein bisschen wärmer, was natürlich dann dafür sorgen würde, dass es auch hier wärmer werden würde. Achso, das mit dem Magmatit habe ich, na, ist egal. Wir sind hier nicht in einem Rennen. Ui. Ui, okay.
Es ist viel Wasser hier. Aber eigentlich, ich muss da eigentlich gar keinen Fokus drauf legen, weil wir haben hier oben genügend. Und solange der Frisches ausspuckt, ist es ja auch warm genug. Ah, was haben wir hier? Noch einen Salzwassergeysir, okay. Legen wir dem doch mal. Auch einen schönen großen Bereich an, wo der sein Wasser drin sammeln darf. So, das ist jetzt fertig hier. Dann können wir jetzt einmal das aufschneiden. Das verbinden und schon wird es jetzt hier auch wärmer werden. Ressourcen Wasser. Achso, ja gut, das muss halt geholt werden, ja. Steht hier tatsächlich die Gefahr, dass das überläuft? Ja, könnte schon sein. Ist das schlimm? Nö, eigentlich nicht. Da können wir es auch lassen. Wärmer. Ich brauche halt einen Moment, um das Ganze hier erstmal aufzuheizen. Ne? Oh, hier ist es sogar so kühl, dass jetzt ein Radiatorrohr mal wieder kaputt gegangen ist. Das hatten wir lange nicht mehr. Ah, okay. Ich wollte das gerade priorisieren. Gar nicht mehr nötig. So, da kommt jetzt rein veredeltes Metall, aber nur beim Aufräumen und dann machen wir das denn da oben. Lassen wir mal das veredelte Metall von hier wegräumen und ist hier noch mal was dazugekommen. Oh ja, und das ist auch richtig schön heiß. Dann lassen wir Lager nicht verfügbar. Oh. Blei soll da aber nicht mit rein. So, das da hinbringen. Und wenn wir hier dann jetzt gleichzeitig auch Sachen hinbringen, die verflüssigbar sind, was wollen wir denn zum Beispiel? Was brauchen wir denn? Eis wäre. Wäre ja gut. Nehmen wir mal hier so einen Klumpen Eis. Lassen den auch aufräumen, dass der dahin gebracht wird. Eigentlich fällt mir gerade so auf, dass das so etwas eleganter wäre. Ne, noch eleganter wäre eigentlich. Wenn wir den dahin bringen. So, genau. Das sorgt nämlich jetzt, das war der Gedanke oder euer Vorschlag, dass die Metallziegel sehr heiß werden. Und wenn wir jetzt nämlich hier Eis hinbringen, dass das relativ schnell auftaut oder auch eben irgendwas anderes gefroren ist. So, nur beim Aufräumen. Eis. Ich hatte wahrscheinlich jetzt wo kann das herkommen? War da vielleicht doch die Leitung nochmal wieder kaputt?
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das hat sich schon so gut aufgeheizt hier. Ich wische nochmal. Vielleicht hat das von euch ja zufällig jemand beobachtet. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, tatsächlich taut das recht schnell auf. Interessant. Ja, den brauchen wir ja auch gar nicht. Wir können ja auch das andere Zeugs dahin bringen. Ja, es braucht doch recht lange, aber das könnten wir ja noch mal testen. Wenn wir da jetzt noch mal eine Wärmetauschplatte reinbauen. Wie sich das auswirkt. Ja, so, zählen wir mal eben nach. Wir haben... Das waren, jetzt sind es nur noch 16, das waren also bis dahin 17, 18, 19, ja, es sind locker 25, nochmal 17, 36. Okay, also das haben wir auch geschafft. Da müssen wir jetzt am Rohöl arbeiten. Das ist ja auch schon halbwegs in Arbeit. Da warte ich jetzt vielleicht mal eben, bis wir die Leiterkabel, ja, das ist ja quasi so gut wie fertig. Bis wir die auch haben und dann können wir damit Leiterkabeln das Ganze verbinden. Hier würde ich die Veredelung fürs Rohöl bauen. Einmal eine Ölraffinerie. Und sind 1000 Kalorien, das passt. Sammeln wir hier die Flüssigkeit, also das Rohöl. So. Zack, zack. Könnte man das noch bei Bedarf erweitern? Noch viel besser. Wir bauen hier unten direkt daneben die Tanks fürs Petroleum, das wir dann weiter verarbeiten könnten. Wir nehmen den Hatchling. Gespannt. Das möchte ich mal eben hier beschleunigen, um das auf jeden Fall noch heute auszutesten, ob das eine größere Auswirkung hat. Was bestimmt hilft, wenn hier das erste Mal was aufgetaut ist, dass das Ganze in Flüssigkeit steht und nicht in irgendeinem Gas. Das wird mit Sicherheit helfen, oder? Was hat Sauerstoff für eine Wärmeleitfähigkeit? 0,024. Und Wasser? 0,609. Ja, das ist ja das 25-fache ungefähr. Ich bin gespannt. Wir werden es gleich sehen. So, wir haben Forschung abgeschlossen. Das bedeutet, wir haben jetzt Leiterkabel. Wir müssen auf jeden Fall da einen Leiterkabel haben, um das hier irgendwie dann zu verstücken mit dem Strom. Ich würde wahrscheinlich mal hingehen und einen Petroleumgenerator
hier dazu bauen. Vielleicht auch mehr als einen. Muss mal eben gerade schauen, wie viel Strom das Ganze verbraucht. Eine Ölraffinerie 480 Watt. Also sind das schon mal 1,2 kW mit der Flüssigkeitspumpe. Und ein Petroleumgenerator erzeugt 2 kW. Naja, das wird schon gehen. Dann verbinden wir die beiden einmal miteinander. So. Dann haben wir da schon mal einen geschlossenen Kreis, den wir aber zu Beginn mit einem Kohlegenerator unterstützen müssen. Damit das Ganze in Schwung kommt. So, hier war, glaube ich, das habe ich falsch gemacht. Das sollte ich aus isolierten Keramikziegeln bauen. Machen wir mal das noch schnell auf 7, bevor das Eis hier nämlich gleich schmilzt. Dass wir zumindest die ersten fertig haben. Jetzt kann uns natürlich gleich passieren, wenn das Eis flüssig wird, dass das schnell so heiß wird, dass es verdampft. Ich bin gespannt, was passiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Oder aber ob sich die Sachen nicht abkühlen, das wissen wir ja eigentlich. Die Metalle. So, jetzt dürfte sich jeden Moment soweit sein. So, ja, das Wasser wird sehr schnell heiß, okay. Naja, da geht's los, da verdampft uns die ganze Brühe. Okay. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich hätte mehr Eis dahin packen sollen. Eieieiei. Gegrillte Duplikanten. Nee, gedämpfte. Hier überhitzt jetzt alles. Ja, das war super intelligent von mir. Habe ich das mit 8 gemacht? Naja, natürlich nicht. Erhöhen wir das nochmal eben. Schnell mehr Eis, mehr Eis. Nee, ihr müsst die dicken Brocken hier holen. Sonst versteckt sich das Problem noch nur. Ah ja, jetzt geht's hier. Okay. Hey. Okay. Falls das ein Sabotageversuch war, ist er geglückt. Erstaunlich. Ich will ja jetzt den Dampf hier auch so schnell nicht los, ne? Okay, dann brauchen wir vielleicht mal vorübergehend doch nochmal unseren Lagerbehälter, wo wir das Zeug reinpacken. Damit wir das kurz, damit sich hier die Lager mal kurz ein bisschen beruhigen kann. Da kommt es raus.
Amiib, das wird nicht fertig werden, weil das Ding die ganze Zeit wieder kaputt geht. So, ja, jetzt wird das Eis da auch noch mal reingebracht, ja. So, nach meiner Theorie müssten sich ja jetzt die Metallziegel hier mal ein bisschen abkühlen, aber das funktioniert auch eher so lala. Aber der gesamte Bereich hier erholt sich jetzt gerade so ein bisschen. Wir machen das doch mal eben. Das hatte ich gerade überlegt als Alternative zu den Lagerbehältern. Zu dem Lagerbehälter das da reinbauen, aber wir bauen ja mal eben ein paar Ziegel hin, um das, dass sich die Lage hier beruhigt. Ist aber eigentlich dumm gewesen, das Ganze hier direkt unterhalb von 350 Grad heißen Ziegeln zu bauen. Den Gedanken hätte man haben können, dass das nicht funktioniert. Aber wenn wir hier jetzt die, wir könnten ja auch die isolierten Ziegel da lassen und bauen dann da drüber Metallziegel. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Besser als die Variante, die sie bis, die wir bis gerade hatten. Ja, das verbuchen wir dann mal unter gewollt und nicht gekonnt, oder? Wozu gehört das? Warum hat Miep denn jetzt hier auf dem Boden geschlafen? Ich habe gerade mehr Fragezeichen als Antworten. So, jetzt haben wir all die ausgewechselt. Jetzt können wir noch mal heiße Zeug hier auch einsammeln. Und dann hat sich auch die Lage hier normalisiert. Sehr gut. Temperatur haben wir auch unterschritten, das heißt, da dürfen wir die Autoreparatur auch wieder einschalten. Warum muss ich jetzt gerade an Autos denken und nicht an automatische Reparatur? Die Ölraffinerie läuft. Ich glaub's ja nicht. Wir produzieren Petroleum. So, und dann machen wir mal den hier an den Petroleumgenerator ran. Richtig kalt. Ich überlege nämlich gerade, was machen wir. Ich bin gerade schon zwei Schritte weiter. Bei dem da Plastik, bei der Polymerpresse. Die braucht ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Abgasleitung fürs CO2, wo ich diese Abgasleitung hinbaue. Und eigentlich wäre es ja gut drin ist, CO2 direkt hier unten irgendwo ankommt. Oder noch besser an dem von mir vorgesehenen Ort für wo wir das CO2 sowieso lagern wollen. Und ich glaube, der Gedanke war ja, das da rauszuschütten. Also ist das eh hier unten.
Also müssten wir das irgendwo machen, wo es kalt genug ist. Was ist hier das Problem? Ach so, da war vielleicht das Rohöl zu kalt. Ja, das wird quasi eine isolierte Gasleitung dafür bauen. Irgendwie bis hier oder so. Von da aus. Vielleicht noch ein bisschen weiter runter, weil der erzeugt ja ein bisschen Wärme zumindest. So. Okay, den Kohlegenerator werden wir hier nicht mehr brauchen. Oh. Okay, das ist natürlich ein Problem. Wie lösen wir das? Flüssigkeitsfilter bauen, vielleicht direkt hier unten. Strom hat er dann ja. Und dann filtern wir hier Rohöl raus. Das Wasser lassen wir einfach. Ja, wobei das eigentlich dumm ist, ne? Wenn wir hier Wasser haben, dass wir. Und das ist ja ein normaler Wassergeisier. Dann sollten wir davon besser auch. Ja, aber dann wiederum wäre es ja. Entschuldigung. Aber den Plan muss ich nochmal wieder verändern. Also das hier doch wieder verbinden. Dann können wir ja einfacher den Flüssigkeitsfilter hier oben bauen. So. Dann filtern wir da Rohöl raus. Und das Wasser nutzen wir irgendwie hier oben. Damit. Okay, das wird jetzt zu warm. Stoppen wir das mal gerade. Und dann können wir auch beobachten, wie sehr sich das vielleicht hier wieder abkühlt. Hier würde ich auch noch mal einen automatischen Ausgeber. Oh. Ja. Das meinte ich gerade mit, das werden wir hier wahrscheinlich brauchen. Naja, gerade. Es ist schon ein paar Minuten her, aber für mich. Ist für mich genauso lange her wie für euch, es sei denn, ihr habt das auf schnellere Geschwindigkeit geschaut, weil ich kann das nicht in schnellere Geschwindigkeit aufnehmen. Das wäre mal lustig, oder? In doppelt so schnell reden wie sonst und dafür nehme ich das dann, lasse das dann beim Schneiden einfach langsamer abspielen.
Das wäre total gut, oder? Wenn ich immer so schnell reden würde. Nein, das funktioniert, glaube ich, nicht. So, wir brauchen für dieses Wasser einen Verwendungszweck. Der Schlauste, der mir einfällt dazu gerade, ist einfach hier irgendwie einen Tank dafür bauen. Wo was reinfließen lassen. So. Dann brauchen wir aber auch hier jetzt mal eine Leiter, um hier unten trotzdem wegzukommen. Okay, damit uns das gleiche da nicht auch nochmal passiert. Der bricht nämlich geradeaus, stoppen wir das auch mal. Das ist dann auch 6er Priorität, damit das auch schnell gebaut wird. Dann kann das hier nämlich gleich in Betrieb gehen. So, was wir hier jetzt noch bauen, ist die Polymerpresse. Strom ist vorhanden. Dafür nehmen wir mal die. Ja, und dann steuern wir jetzt mal den von da aus und den von da aus. Achso, das kann passieren. Ich wollte gerade sagen, wie kann das bei einem 2 kW produzierenden Ding passieren, dass da der Strom, also dass kein Strom mehr vorhanden ist. Aber das passiert natürlich, wenn man die Batterie vergisst einzustellen. Ja. Wieder Rohöl weitergepumpt werden. Hier stellen wir jetzt ein verflüssigbar Rohöl. Und was halt mal. Okay, haben wir schon. Ne, da ist noch was. Was haben wir hier? Flüssiges Methan. Oh mein Gott, das ist aus Erdgas entstanden, oder? Ja, ich bin mir relativ sicher, dass es aus Erdgas entstanden ist. Hier geschehen sehr lustige Dinge. Warum wird das nicht? Ja, ich habe wieder zu wenig Geduld. Oh, Stress. Achso, Catalina hat Stress. Warum hat Catalina Stress? Oh, die haben alle ein bisschen Stress gerade. Warum ist denn... Ah, jetzt weiß ich auch, wo das Wasser herkam. Okay. Ja, danke, trotzdem danke ich, es werden vermutlich einige von euch in die Kommentare geschrieben haben. Dann verteile ich mal gerade keine Punkte außer für Gooseman, damit wir hier gleich Meisterwerke machen können.
Ah ja, es kühlt sich doch relativ, ja, relativ deutlich sogar aus. Dann nehmen wir das Ganze nochmal wieder in Betrieb. Müssen wir vielleicht auch temperaturgesteuert da die Pumpe ein- und ausschalten, ne? So, jetzt fließt das ganze Wasser hier, wird hier direkt zu Eis, weil das alles so kalt ist. Ach, da war ich auch nicht schlau. Da müssten wir... Hätten wir vorher unten ausgraben müssen, damit das ganze Material durchfällt. Ja, das würde ich sogar tatsächlich so handhaben, dass wir das nochmal abreißen, damit es durchfallen kann und dann wieder aufbauen. So einmal machen, ne? Dass das ganze Zeug durchfallen kann und wir dann bauen. So, jetzt machen wir hier die gleiche Priorität wieder links. So wird ein Schuh draus und jetzt, wenn alles funktioniert, wird es nicht direkt zu Eis, aber es fließt da runter. Aber deswegen habe ich das auf 6 gemacht. Dann sammelt sich hier jetzt halt noch mal ein bisschen Eis. Aber das Ganze kann hier weiterlaufen und gefriert nicht in der Leitung, macht nichts kaputt und die Tanks kann sich weiter mit Rohöl füllen. So, jetzt müssten wir hier doch aber unsere große Halle wieder haben, ja, und das dürfte doch dann für eine Entspannung sorgen, oder? Stress sinkt ein bisschen, ja. Gewurstelt hier. So, wir haben hier recht viel Wasser und hier dürfte inzwischen auch ziemlich viel Rohöl sein. Und dummerweise jetzt natürlich auch so viel, dass das kaum wärmer wird. Nur super langsam. Doch. Wie sieht denn Diamant nochmal aus? Da, nee, das ist Rohöl. Da liegt, ah ja, dann. Da, wo schon was liegt, ist meistens auch noch ein bisschen mehr. Also rund um die Sachen hier. Haben wir noch mehr? Ich glaube nur das. Na gut, das mit dem Diamant werden wir schon mal ein Stück weit hinkommen. Und dann könnten wir da noch vielleicht eine Wärmetauschplatte reinbauen. Sollten nicht
noch mehr Rohöl da hochbringen. Kommt denn jetzt natürlich momentan fast nur noch Wasser hoch. Ich habe gerade mehr, oh Gott, 51 Minuten, mehr Fragezeichen als alles andere. Da kommen wir auch gar nicht mehr ran jetzt zum Bauen. Da brauchen wir da noch mal eine Leiter oder aber hier einen alternativen Zugang. Und das finde ich sogar fast die bessere Variante gerade. Ja. Okay, lauter kleine Problemchen, mit denen wir uns beim nächsten Mal wieder auseinandersetzen werden. Das war jetzt, glaube ich, sogar schon die 5. Folge. Ich war ursprünglich davon ausgegangen, dass das gar nicht so viele werden. Aber wir machen auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und dann bis, ja, wahrscheinlich morgen. Ne? Macht's gut. Tschüss.